Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal geht es immer rund um das Thema Schmerztherapie. Das heißt, wenn du Schmerzen hast und lernen möchtest, sie zu lindern oder zu beseitigen, dann kannst du den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Wenn du noch keine Schmerzen hast und keine bekommen möchtest, dann ist der Kanal auf jeden Fall auch das Richtige für dich, weil es auch um Prävention geht. Wir haben auf diesem Kanal schon theoretische Videos, so wie dieses hier, und auch ganz viele praktische Videos, zum Beispiel zum Thema Rückenschmerzen, habe ich dir oben in der Ecke einmal verlinkt, kannst du dir einmal anschauen und kannst eigentlich dann auch gleich schon loslegen, zum Beispiel mit Übungen gegen deine Rückenschmerzen. Unten in der Videobeschreibung findest du auch meinen 12-wöchigen Online-Kurs zum Thema Rückenschmerzen selber behandeln, der dir alle Möglichkeiten an die Hand gibt, deine Rückenschmerzen selber zu Hause in den eigenen vier Wänden zu lindern und vielleicht sogar sämtlich zu beseitigen. Ich habe auf diesem Kanal auch schon ein Video zum Thema MRT bei Rückenschmerzen, was dir erklären soll oder was dich informieren soll darüber, ob du ein MRT bei deinen Rückenschmerzen brauchst und ob das sinnvoll ist. Heute schauen wir uns aber mal an, wenn man denn ein MRT jetzt schon bekommen hat, inwieweit einem das denn hilft, vielleicht Aussagen über die Zukunft treffen zu können. Also ob diese MRT-Ergebnisse dann entscheidendes Wissen dazu beitragen oder liefern können, um dir zu sagen, wie es dir in mehreren Jahren dann vielleicht geht. Also kann dieses MRT dir sagen, ob du in mehreren Jahren dann immer noch Beschwerden hast oder ob du sie nicht mehr hast? Das schauen wir uns heute einmal an. Und da haben wir jetzt eine sogenannte Längsschnittstudie, die sich genau dieser Frage einmal gewidmet hat. Man hat Menschen mit oder ohne Rückenschmerzen in ein MRT geschickt und dann hat man nach 6 Jahren geschaut, anhand der Ergebnisse, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Ergebnissen, die diese Menschen gehabt haben in dem MRT und dem, wie es ihnen in 6 Jahren in Bezug auf ihre Rückenschmerzen geht. Also haben zum Beispiel die Menschen mit Rückenschmerzen, wo man dann wirklich Dinge wie Bandscheibenvorfälle, Spondylarthrosen oder Spinalkanalstenosen oder Gleitwirbel gefunden hat, haben die dann in 6 Jahren vielleicht immer noch Schmerzen oder haben die Leute, die keine Schmerzen gehabt haben, und wo man aber trotzdem auf dem MRT was gefunden hat, haben die vielleicht dann in Zukunft aufgrund dieser Sachen Rückenschmerzen bekommen. Schauen wir uns also mal die Ergebnisse an. Von diesen Menschen hatten 60% Rückenschmerzen und 40% hatten eben keine Rückenschmerzen. Und von diesen ganzen Menschen, wo eben 60% Rückenschmerzen hatten, hatten aber nur 23% überhaupt ein relevantes Ergebnis auf dem MRT. Also nur bei 23% hat man überhaupt etwas gefunden auf dem MRT, obwohl 60% der Leute Rückenschmerzen gehabt haben. Das heißt, ein großer Teil hat Rückenschmerzen, aber das MRT hat da nichts zutage gebracht. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet eigentlich nur, dass man eben auch Rückenschmerzen haben kann, wenn man auf dem MRT nichts findet. Ich habe viele Patienten, die geradezu frustriert sind, wenn man eben bei ihnen nichts findet, weil so ein Befund eben dann doch die Möglichkeit gibt zu erklären, warum man denn Schmerzen hat. Wenn man nichts findet, dann könnte man ja auch jetzt auf die Idee kommen, dass das irgendwie eingebildet sei oder dass man vielleicht gar nicht so starke Schmerzen haben kann, weil man ja gar nichts findet. Und da sei dir tatsächlich schon mal gesagt, dass niemand deinen Schmerz bewerten sollte, weil niemand weiß, wie du dich fühlst. Das geht einfach reinweg gar nicht. Und vielleicht weißt du aufgrund dieser Tatsache, die ich gerade jetzt erzählt habe, auch, dass man nicht unbedingt etwas finden muss, um eben dann auch Schmerzen zu haben. Eine weitere interessante Sache, die herausgekommen ist, ist, dass die Menschen mit Schmerzen nur ganz geringfügig häufiger einen MRT-Befund gehabt haben als die Menschen, die keine Schmerzen gehabt haben. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man ein MRT standardmäßig bei unteren Rückenschmerzen nicht empfiehlt, weil eben Menschen, die keine Schmerzen haben, beinahe genauso häufig einen Befund kriegen wie einen Bandscheibenvorfall oder
irgendeine andere Sache, die gefunden wird. Und das hat dann aber wahrscheinlich rein gar nichts mit den Schmerzen zu tun, weil das eben auch bei Leuten auftritt, die gar keine Schmerzen haben. Ein weiteres interessantes Ergebnis war, dass es selbst bei Menschen mit 5 Auffälligkeiten im MRT, also wo man sagen könnte, wenn man das jetzt so formulieren würde als Arzt, was nicht empfohlen wird, weil es nicht sinnvoll ist, aber wenn man das so sagen würde, oh, ihr Rücken ist aber ganz schön kaputt, da sind aber ja mehr als 5 Auffälligkeiten. Sie haben meinetwegen da einen Bandscheibenvorfall und da einen Bandscheibenvorfall und da ist der Spinalkanal verengt und da wird ein Nerv gereizt. Diese Menschen, bei denen es 5 oder mehr Auffälligkeiten im MRT gab, die hatten nur rund 0,8 auf einer Skala von 1 bis 10 stärkere Schmerzen als die, wo man quasi gar nichts gefunden hat. Das heißt, die Anzahl der Auffälligkeiten im MRT entscheidet nicht über die Schmerzstärke. Umgekehrt heißt das, nur weil du ganz viel Schäden auf dem MRT hast, heißt das nicht, dass sich diese Schäden dann auch in der Schmerzsituation in irgendeiner Form darlegen müssen. Eine weitere interessante Sache ist, dass die Ergebnisse eben nicht auf die Zukunft schließen lassen. Das heißt, die Menschen, die vermehrt Bandscheibenschäden, MRT-Ergebnisse im negativen Bereich diagnostiziert bekommen haben, haben nicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit später auch immer noch Schmerzen. Teilweise sind es eben die, die dann sogar weniger Schmerzen haben und teilweise sind es welche, die haben dann eben sogar mehr Schmerzen. Aber es besteht eben kein Zusammenhang zwischen den Schäden, die diagnostiziert werden, und der wirklichen Situation, was die Schmerzen angeht, 6 Jahre später. Man könnte ja zum Beispiel auch meinen, dass bei den Leuten, wo man jetzt schon so eine Spondyloästhesis festgestellt hat oder andere Bandscheibenschäden, dass das ja nicht weggeht, sondern dass das ja mit der Zeit immer schlimmer wird und dass dann auch die Schmerzen immer schlimmer werden. Und genau das konnte man aber in dieser Studie jetzt feststellen, war nicht der Fall. Das heißt, es waren tatsächlich eher die Leute mit einer vorliegenden Spondyloästhesis oder mit Bandscheibenschäden, die davon eben noch nichts wussten und die auch zum Zeitpunkt der Studie schmerzfrei waren, die dann in Zukunft aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Schmerzen entwickelt haben. Und die, die das schon hatten und die auch Schmerzen hatten, bei denen ist der Schmerz eher weniger geworden, obwohl natürlich eine Spondyloästhesis nicht einfach so verschwindet und ein Bandscheibenvorfall kann eben auch verschwinden, muss er aber nicht. Und trotzdem hatten eben die, die schon quasi Schäden an der Wirbelsäule hatten, bei denen war es dann in der Zukunft sogar besser und bei denen, die keine Schäden hatten, war der Schmerz dann in Zukunft schlimmer, obwohl sich dann eben auch durchaus die Erkrankung selber gar nicht verschlechtert hat in dem Sinne. Du kannst also letztlich einen diagnostizierten Schaden, wenn man das so nennen mag, an der Wirbelsäule haben. Und trotzdem könnte es sein, dass du in mehreren Jahren gar keine Beschwerden mehr hast. Also dieser Zusammenhang zwischen dem Ergebnis auf dem Bild und deinen Schmerzen in Zukunft ist nicht gegeben. Und deswegen ist es eben auch einer der Gründe, warum ein MRT standardmäßig bei unteren Rückenschmerzen nicht empfohlen wird, aber leider immer noch viel zu häufig angewendet wird und dann eben auch so ein bisschen in die Irre führt. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Video helfen würde, dann schick es der Person einfach, like das Video, dann sehen es auch generell mehr Leute. Abonniere den Kanal, wenn du dich noch mehr für das Thema Schmerzen und Schmerztherapie interessierst. Schau, wie gesagt, einmal in die Playlists rein, wenn dich da nochmal so ein ganz bestimmter Schmerz plagt. Ich habe ja hier schon was zu Schulterschmerzen und zu Ellenbogenschmerzen und zu Fußschmerzen und zu allen möglichen Schmerzen habe ich eigentlich schon irgendwelche Videos und auch Übungsvideos, die du dann zu Hause ganz einfach machen kannst. Wenn du damit nicht zurechtkommst, habe ich auch ein paar schon gehabt, dann kannst du mich auch gerne anrufen, dann können wir auch gerne ein persönliches Gespräch vereinbaren und dann kann ich dir auch gerne persönlich nochmal helfen. Oder du machst eben den besagten Online-Kurs, den du in der Videobeschreibung unten findest, um deine unteren Rückenschmerzen zu behandeln. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin.